Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. So, in der letzten letzten Folge haben wir uns um die weiteren Stahlwachen gekümmert. Und heute geht es auf jeden Fall um was ganz anderes, aber auch sehr Wichtiges. Und zwar Beton. Da müssen wir uns dringend drum kümmern, dass wir neue Betonvorkommen erschließen, weil dieses eine Vorkommen hier, das bringt es nicht wirklich. Also der Beton tröppelt hier gerade so rein. Ja, aber ich habe zwar ein bisschen was hier drin. Ich nehme ja immer wieder raus für die ganzen Fundamente, die ich baue. Aber für die weitere Produktion reicht es definitiv nicht. So, da oben habe ich mir ein Kalksteinvorkommen markiert auf der Karte. Das auch noch rein ist. Da bekommen wir also dementsprechend ordentlich was raus. Und das werden wir uns in dieser Folge auf jeden Fall erschließen. Und auch die Konstruktoren dafür bauen, damit wir den Beton auch direkt herstellen und ins Lager leiten können. Das ist so mein Plan für diese Folge. Dann fahren wir da mal hin. Weil Beton brauchen wir nicht nur zum Bauen, sondern auch für die verbesserten Stahlträger dann. Und da auch jede Menge. So, hier steigen wir mal aus. Müsste eigentlich gleich hier vorne sein. Okay, ist doch ein Stückchen weiter weg. Okay, ist viel weiter weg. Ich hätte gedacht, es wäre näher gewesen. Hier ist es. Gut. Da würde ich sagen, baue ich auf jeden Fall hier die Konstruktoren auf dann. Weil ich mal kurz mit der Kettensäge reinhalten müssen. Baue ich mir hier mal so eine Kiste hin. In der ich das Material einlagere, das ich jetzt gerade nicht brauche. Na, die Muni, die lasse ich mal da. Die Verstärkten reicht mir ein Stack. Platten reichen mir. Ah, lasse ich erstmal so. Sprit habe ich einstecken, sehr schön. So, und dann sägen wir uns mal hier durch. Muss das ganze Grün hier wieder weg. Alles muss weg. Bisschen Platz brauchen wir ja schon, von daher gerade mal kurz die Kettensäge hier reingehalten. So ein schönes Areal freigeräumt. Hier noch. Der stört. Irgendwie wächst das Zeug eh nicht nach. Ist mir auch gar nicht bekannt, dass es das tun könnte. Von daher können sie wohl weg. Ich hoffe mal nicht, dass das noch reingepatcht wird. Weil das wäre doof. So. Die Richtung noch ein bisschen. Besser ein bisschen zu viel Platz als zu wenig. Ah, da unten ist unser Kohlevorkommen auf jeden Fall. So, das sollte reichen. Das sollte reichen. Dann legen wir die mal ab. Den nehmen wir mit. Und bauen uns mal unseren Miner. Dazu brauche ich einen mobilen. Na toll. Schlecht vorbereitet diesmal. So. Jetzt aber. So. Dann legen wir unser Fundament.
Die höchste Stelle nehmen wir mal die hier. Gehen wir noch ein Stück hier dran. Die Richtung. So, schauen wir mal, ob das schon reicht. Konstruktoren. Ja, genau, orange muss in diese Richtung. Warum ging das hier nicht? Boden ist zu steil. Die sind zu weit vorne. Hinten. Je nachdem. So. Vier Stück brauche ich davon. Die können wir nämlich alle damit versorgen. Dann brauchen wir hier den Splitter. Eingang von da. Müsste so hinhauen. Eingang von hier. So. Dann, auf welche Taste habe ich es gelegt? Auf die 8. Ui. Also die Sprungstelzen, die sind schon nicht übel. Nicht übel. So, und dann brauche ich an der Stelle wieder unseren Eingang. Den habe ich jetzt natürlich ein bisschen doof gedreht. Den drehe ich gerade nochmal ein bisschen anders. So ist gut. Dann können wir hier rein. Dann schauen wir mal. In diese Richtung können wir erweitern im Notfall, falls wir da übertakten sollten. Das heißt, ich gehe hier hinten raus. Schauen wir mal. Den Container kann ich nicht bauen, weil keine Stahlrohre. Habe ich noch welche mitgenommen? Ach. Nein, ich habe keine Stahlrohre mehr. Wo ist mein Schlepper? Oh Gott. Na gut, dann muss ein kleiner Container ausreichen. Dann muss ein kleiner ausreichen. So. Dann brauchen wir den. Mal schauen, ob das geht. Einen haben wir noch. Dann schauen wir mal zuerst, ob es geht. Nee, das war's. Okay, den kriegen wir dann hier rein. Oh, ob das aber noch funktioniert? Mist. Mist, das funktioniert nicht mehr. Wenn ich jetzt hier noch eine Reihe dran setze,
Also hier kriege ich definitiv auch keinen dran. Wenn ich einen hier setze, kann ich... Ach gut, dann kann ich hier... Sieht aber auch irgendwie doof aus, oder? Nö, es geht. Oh, dann machen wir mal hier zu. So, bevor ich es aber wieder vergesse. Schließen wir erst alles an. Beim letzten Mal haben wir es ja vergessen. Und haben uns dann gewundert, warum da nur so wenig rauskommt. Ah, oh, diese Sprungstelzen. So. Da machen wir den. Hier machen wir den. Und hier machen wir den. Dann machen wir den. Machen hier unten wieder zu. Besser zu viel als zu wenig. Das hätten wir jetzt nicht gesehen, aber den. Den und den und den. Okay. Ich hätte aber vorher noch Strom ziehen sollen. Wäre auch nicht ganz so verkehrt gewesen. Obwohl, wäre sogar gegangen. So. Da braucht jetzt nicht jeder. Kriegt jeder zweite. Genug Materialien hätten wir zwar, aber... Funktioniert schon. So, hier passen wir auch noch durch. Okay. Dann schließen wir das hier an. Den muss ich noch sagen, was sie tun sollen. So. Die sind alle eingestellt. Unterstützen. So. Jetzt muss ich nur schauen, wie kriege ich dann Strom? Da unten haben wir doch auch Strom normalerweise. Das können wir sogar direkt anschließen. Das ist ja toll. Eigentlich müsste es losgehen. Ah, den haben wir jetzt vergessen. Natürlich. Da kommt's. Jetzt sehen wir nämlich auch gleich, wie das nach oben schießt. Na gut, was heißt nach oben schießen? So viel brauchen diese kleinen Konstruktoren jetzt nicht. Und bei der Masse an Strom, die wir aktuell zur Verfügung haben, ja, fällt es nicht mal ins Gewicht. Aber scheint gut zu funktionieren.
Die laufen jetzt wieder alle nach und nach voll. Müsste aber schon so viel ankommen, dass hier eigentlich alle schon durchlaufen. Na gut, der jetzt noch nicht. Könnte aber durchaus sein, sobald der erste dann vollgelaufen ist, dass der auch direkt voll durch produziert. Ja, das dauert ja auch nicht mehr lang. Ich habe hier... Hier habe ich noch Kalkstein. Vom Rasenmähen. So. Genau, jetzt läuft der hier voll. Jetzt müsste aber hier schon eigentlich mehr ankommen. Mal schauen, ob es reicht. Ja, es reicht schon, dass er durchproduziert. Ja, es füllt sich. Perfekt. So. Jetzt müssen wir das natürlich auch irgendwo hin transportieren. Leiten wir das auf dieses Band mit drauf? Würde das funktionieren? Na, das scheint relativ weit weg zu sein auch. Gut, dann machen wir das nicht. Man das alles mal hier quer durch den Busch. So, da sind wir jetzt schon 3 hoch. Müssen also noch 3. So, hier müssen... Da. Hier. Keine Eisenstangen mehr. Ach, ja, die Kiste will ich ja sowieso mitnehmen. Und da müssten wir jetzt ja Eisenstangen drin haben. Platten, glaube ich, waren es. Ja, da habe ich noch drin. Alles nehmen, passt rein, sehr schön. Und haben noch einen Taschenplatz frei. Hat doch gut geklappt. Dann kriegt man das in der Folge komplett hin. 4, 5, 6. Nicht. Hier ist es. Ah, darf ich auch nicht zu weit weg, okay. So, jetzt darf ich wieder suchen. Es ist zu weit. Wieder einen Platz. Mist. Da verschätze ich mich ziemlich häufig. Aber okay, es geht wahrscheinlich nicht nur mir so. Von daher... Oh, der Mond ist heute wieder relativ hell. Sehr schön. Ah, ich sollte hier auch mal mit dem Rasenmäher durch. So. Dann gehen wir mal in die Richtung und führen es dann doch auf dieses Band mit drauf. So, müsste jetzt eigentlich schon reichen, wenn ich da eine Stütze drauf gesetzt hätte. Okay, schön.
Dann folgen wir nämlich jetzt einfach mal diesem Band hier. Dann kommen wir zwar bei der Stahlproduktion raus, aber an der Stahlproduktion können wir ja wieder abzweigen. Halt meinen Traktor wieder abholen gehen. Ah ja, was soll's. So. So, und dann können wir im Prinzip hier drauf scheuen. Na, dann gehen wir hier dran und können sie jetzt schön in aller Ruhe zum Lager führen. So, jetzt muss ich nur kurz schauen. Beton ist im 5. Im 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, im 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir mal hier dran. Es geht zwar jetzt hier durch, aber das wird jetzt noch wesentlich öfters passieren. So, und dann bauen wir das hier auf. Jetzt habe ich nochmal nachgucken müssen, ob es wirklich der 5. war. Ich bin mir da selbst nicht ganz so sicher. So. Das ist natürlich Quatsch. Wir müssen ja von hier nach da. So, kommen wir von da schon da dran? Ja. Dann sollte jetzt unser Beton schon direkt ankommen. Da kommt er. Sehr schön. Dann können wir innen drin die Verkabelung machen. Na, da oben steht's schon. Na, da läuft's. Da läuft's. So, 3, 4, 5. Müsste dann der hier sein. Ja. Ah, da kommt's doch. Ja. Und wir haben Beton in unserem Lager. Yay! Sehr schön. Irgendwas Stahlmäßiges wird anscheinend noch produziert, weil noch die Stahlbarren da reinfließen. Tröpfchenweise. Okay. Ja, dann haben wir unser Ziel für diese Folge auf jeden Fall erreicht. Lasst ein Abo da, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.